Servus! Wollt ihr Walz angeln? Ist da der Walerwerkshop? Ah ja, jetzt geht's los jetzt und geht's Action! Los. Hallihallo, ich grüße euch bei schönstem Wetter, noch schönstem Wetter. Es soll ganz schön zur Sache gehen in den nächsten zwei Tagen. Ein krasser Wetterwechsel kommt auf uns zu einem neuen Video. Ich bin auf dem Weg zum Welsangeln, zu einem Waller-Workshop, an einen Baggersee. Und das Spannende, direkt nebendran fließt ein kleiner Fluss, der Regen. Und dort werden wir dieses Mal auch unsere Fallen auslegen. Für mich ist das Gewässer komplett neu. Ich kenne den Regen, einer der Urflüsse des Welsangelns. Aber ich habe auf dieser Strecke noch nie geangelt. Ich bin mega gespannt, was uns erwartet. Jetzt fahren wir erstmal zum Franz Fischer in den Laden, holen die Angelkarten. Ich zeige euch mal ganz schnell den Shop, also mega cooler Angelladen. Wenn ihr mal hier unterwegs seid oder auf der Durchreise, schaut auf jeden Fall mal da selber vorbei. Da fahren wir kurz hin, Angelkarten holen, die Jungs abholen, die beim Waller-Workshop teilnehmen, und dann geht es direkt ans Wasser, an den kleinen Fluss, mit der Hoffnung auf große Fische. Abfahrt! So, da unten ist schon einiges los. Die winken schon alle. Jetzt sind wir da im wunderschönen Kam. Fini, was sagst du? Fangen wir am Regen einen Wels? Naja, sehr begeistert. So, da sind wir. Angelshop Fischer. So, da ist der Eingang. Zack. Hallo. Hallo. Servus. Servus. So, hier sind wir in den nagelneuen. Fini, Ruhe. Hier sind wir in den nagelneuen Geschäftsräumen vom Angelsportfischer. Wahnsinn, ne? Schaut euch das mal an. Ich war ja schon mal hier zur Hausmesse. Ganz, ganz stark. So, da ist der Chef. Moin. Moin, grüß dich, Stefan. Was sagst du? Ist Wasser im Regen? Super. Super. Wasserstand ist konstant. Es regnet heute noch ein bisschen wahrscheinlich. Ich denke, es geht los. Ja, ich war vor zwei Wochen hier und da hat der Franz schon gesagt, Stefan, mit dem Regen, mega cooles Welsgewässer. Aber kein Wasser, ne? Sehr, sehr warm die ganze Zeit gewesen. Und jetzt, ich habe es euch ja vorhin schon im Video gesagt, Wetterumbruch. Die ersten paar Tage hat es jetzt schon gut geregnet. Und das ist, glaube ich, wichtig bei dem kleinen Fluss. Und jetzt kommt nochmal Regen beim Workshop. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Wir gehen bei dir an den See und an den Regen. Genau, richtig. Wird für euch mega spannend. Angeln am Baggersee, angeln am kleinen Fluss. Jetzt schauen wir nochmal kurz hier durch den Laden. Und dann geht es ab ans Wasser. Also hier findet ihr wirklich alles, was das Herz begehrt, egal auf was er angelt. Hier drüben eine riesen Blackhead-Wand. Ja, schaut mal. Wahnsinn. Für Wallerangler alles geboten. Ja. Alles da. Wie lang ist denn die? 6 Meter. Karpfenangeln. Alles da. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Also wenn ihr mal auf der Durchreise seid, kommt hier vorbei. Es gibt hier auch Angelkarten für die umliegenden Gewässer. Ihr kriegt hier immer einen guten Tipp vom Chef. Und es ist eigentlich alles da, was er braucht. Ja? Und wenn ihr mal streichen wollt zu Hause, kriegt ihr auch die passende Farbe. So, genug geschwätzt. Es geht ans Wasser zum Angeln. Wir sind jetzt am See vom Franz Fischer angekommen. Das ist ein schöner, uriger Baggersee. Hier werden einige Teilnehmer bleiben jetzt beim Waller-Workshop, also damit wir es schön aufsplitten können.
Ihr habt auch schon mal ein Video davon gesehen. Ich verlinke euch das jetzt mal hier oben, dass ihr es euch anschauen könnt. Wir haben hier schon einige gute Welse fangen können, sogar darunter einen gelben. Hier seht ihr das Gewässer. Ganz spannend. Ja, und ich werde jetzt mit einigen Teilnehmern rüber an den Regen fahren. Ganz spannendes Revier. Schauen wir uns mal dann zusammen an. Und dann geht's los. Ja, aber ihr merkt schon, vorhin noch ein T-Shirt angehabt, jetzt schon ein Pulli. Ja, es wird merklich kühler. Ich habe vorhin im Radio sogar gehört, es sollen heute Nachtfröste kommen. Unglaublich, ja. So, ich werde jetzt die Jungs einsammeln und fahren mal rüber an den Fluss, an den kleinen Fluss. Und ich bin echt mal gespannt, was uns dort erwarten wird. Also das ist natürlich mega für so einen Workshop, wenn wir einerseits am See unterwegs sind, auf der anderen Seite aber auch am Fluss. Ja, gehen wir rüber. Da hinten fließt er. Und schauen wir uns das mal an. Da seht ihr schon ein bisschen was vom Regen. Die Angler, die hier aus der Gegend kommen, kennen natürlich den Regen. Überhaupt Welsangler. Naab und Regen, die Urflüsse des Welsangelns in Deutschland. Kleines Gewässer, aber beherbergt definitiv gute Fische, ja. Und ich bin mega gespannt. Ah, sehr, sehr windig alles. Hier oben seht ihr schon augenscheinlich Außenkurve, wahrscheinlich tiefer. Innenkurve drüben, das flachere Wasser. Der Regen zieht jetzt hier richtig schön durch. Ist halt die Frage, wo die Fische laufen. Eher im Tiefen, eher im Flachen. Aber an so einem kleinen Fluss kann man natürlich auch problemlos beide Seiten beangeln. Wie das geht, das werde ich euch zeigen. Vorhin kamen schon ein paar Paddler hier durch. Und auf die müssen wir natürlich ein bisschen Rücksicht nehmen. Hier kommt ein Bach rein. So Einläufe sind natürlich immer augenscheinliche Hotspots erstmal. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Wir dürfen hier auf der Strecke Boote benutzen. Und jetzt werden wir dann mal aufs Wasser drauf gehen und uns ein bisschen anschauen, was möglich ist. Ja. Alles sehr kleine, enge Plätze, alles sehr urig verwachsen, aber das macht es sehr spannend. Ja. Ich hoffe bloß, dass uns dieser Wetterwechsel, es wird definitiv noch kälter, keinen Strich durch die Karten macht. Aber das ist Angeln, das ist Angeln! So, wir haben ein interessantes Plätzchen gefunden. Wir werden genau diese Innenkurve jetzt hier beangeln. Nach oben und nach unten. Da drüben ist der See, wo die anderen Teilnehmer sind. Aber ich finde das spannend, so einen kleinen urischen Naturfluss. Ich werde jetzt erstmal schnell mein rollendes Zuhause vorbereiten und dann machen wir die Routenstadt klar. So. Zack, zack. Es geht rucki zucki. Mein Bulli ist voll. Die Hülle, da kann ich nicht hinten drin pennen, Haufen Material dabei. Und deswegen das Bett auf dem Dach, das ist perfekt. So, Karten nach oben drücken. Voilà. Und schon ist die Mupfel vorbereitet. So, mega. Okidoki.
So, das Boot ist ready. Wir fahren jetzt mal die Spots ab, überlegen uns, wie wir angeln werden. Bringen die ersten Ausleger und die ersten Umlenker an. Das A und O. Vorbereitung ist alles. 15 Grad, knappe 15 Grad Wassertemperatur. Hätte ich gedacht, es wäre mehr, aber in den letzten Tagen hat es viel geregnet. Vielleicht etwas abgekühlt. Aber für sommerliche Bedingungen jetzt eigentlich relativ frisch, der Bach. Zwei Meter direkt am Ufer, also ist nicht weit weg, seht ihr ja. Und zwei Meter für so einen kleinen Fluss kann schon der absolute Bringer sein, ja. Wir haben hier im Regen eine Rückströmung. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Das Wasser läuft hier nach unten. Die Hauptströmung des Flusses läuft hier weg und hier läuft es nach oben. So drehende Bereiche, kleine drehende Bereiche, ist nicht sehr tief. Ja. Die Kante fällt so langsam ab von 1 Meter auf 1,50 Meter. Aber das sind immer eigentlich erfahrungsgemäß Hotspots, wo Strömungen in entgegengesetzte Richtung laufen. Hier werden wir eine Top-Water-Montage anbieten. Wurmbündel oder ein Deadbait, das überlegen wir uns noch. Aber wir bereiten es jetzt erstmal vor. Wir haben hier einen tollen Ast. Der Mischa bindet hinten schon einen Ausleger zusammen. Da unten ist unser Angelplatz, seht ihr in der Kurve, an den Bullis da oben. Das wäre unsere erste Falle. Also es ist wirklich spannend, aber es ist halt, wie gesagt, auch alles Neuland. Ne? Man muss sich da mal reintesten. Aber wir haben eine langgezogene Kurve. Ich schätze mal, 6 Wallerrouten werden wir unterkriegen. Andi ist noch dabei. Der probiert den Karpfenpart aus, auch ganz spannend, aber Nab und Regen sind ja auch fürs Karpfenangeln bekannt. Aber wie gesagt, Naturflüsse. Bin mal gespannt, was passiert, ja. So, der erste Ausleger hängt. Die erste Montage ist vorbereitet, da hinten am Bäumchen. Schauen wir mal weiter. So, jetzt fahren wir mal die Kante hier drüben rüber, weil da haben wir ja schon einen coolen Umlenkbaum, wo wir die U-Pose umlenken können. Das ist aber nicht kalt, das Wasser. 2,40. Wie gesagt, irgendwo darunter zeige ich jetzt dann noch richtig. 2,6, 2,4. Hier geht es doch schön hoch, da könnte man eigentlich schon einen mitnehmen. Das hier war doch schon eine geile Kante hier. Könnte man da eigentlich auch klar die beide U-Pose setzen. Dann machen wir jetzt, nimmst du den schwarzen. Da oben können wir ja was, der braucht ja nicht weit sein. Die Außenkante jetzt hier an dem Platz läuft zu dem Ufer steil nach oben. Da werden wir eine U-Pose reinlegen und die lenken wir auf das Ufer hier um. Und dann über Wasser zurück zu unserem Spot. Knoten wir jetzt hier oben irgendwo schön rein, genau wo wir Druck haben. Der wäre gut, genau. Genau, wenn wir es dann über den Busch umlenken. Das Totholz davon, das sieht ja sehr, sehr spannend aus. Er geht nochmal runter. Fast 3 Meter Wassertiefe, ne? Das ist schon ein Gumpen hier. Ich glaube, da werden wir eine U-Posen-Montage reinlegen. Hier drüben ist unser Platz. Das ist echt grandios. Mal gucken, wie das hier weiterläuft. Jetzt geht es hoch auf 1,60. Jetzt flach 1,50. Wahrscheinlich gleich Grundkontakt. Und 40. Und da zieht es richtig durch. Das ist ja ein geiler Spot da unten. Seht ihr dieses Gras hier im Wasser?
Und genau dahinter bricht die Kante ab. Auf 1,50. Hier werden wir eine U-Pose umlenken zu unserem Angelplatz rüber. In den Wirbel, den ihr nach unten hängen seht, hinter der Reißleine, wird dann unsere Hauptschnur eingehangen, nachdem die U-Pose hier in der Kante abgelegt wurde. Die ersten drei Ruten sind vorbereitet. Oben an den Baum, ihr wart dabei. Top Border an die Strömungskante. 40 Gramm Frontzone Blei. Komplett geflochtenes Vorfach will ich hier mal testen. Die nächste Rute, drüben aufs andere Ufer. Am oberen Busch, Top Border. Und dann die erste umgelenkte U-Pose in die Kante rein. Die bringen wir jetzt mal raus. Und dann gehen wir hier rüber in den Bereich. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Da verstecken sie sich im Trockenen. Wahnsinn. Eben ein Unwetter über uns drüber gerollt. Unglaublich. Und ich laufe jetzt schon rum wie im tiefsten Winter. Merklich kühler geworden. Die ersten drei Ruten sitzen. Eine Rute sitzt da oben am Baum. Da oben die Umlenk-U-Pose und hier noch eine Rute mit einem Tauwurmbündel relativ nah an der Oberfläche. Wollte euch eigentlich eben mitnehmen zum Auslegen, aber Wahnsinn. Hat so runter geregnet, keine Chance gehabt. So, zwei haben wir noch. Zwei Umlenk-U-Posen. Eine da drüben geht ans Holz und eine geht hier genau hier vorne vor den Bacheinlauf. Und dann ziehen wir uns zurück, machen uns mal was Gutes zu essen. Ich werde mir jetzt noch, bis es was zu essen gibt, bis der Grill angeht. Oh, muss erst mal hier wühlen. Habe ich ja immer griffbereit dabei. Und für solche Situationen jetzt genau das Richtige. Eine schnelle Trinkmahlzeit reinballern. Denn bis der Grill an ist, wird es noch ein bisschen dauern. So, und dann bin ich echt mal gespannt, ob der Wetterwechsel hier den Welsen am Regen auf den Magen schlägt. Oder ob sie Bock drauf haben. Aber ist schon eine ganz, ganz tolle Kulisse. Und genau da gegenüber von uns, da drüben, ist der See vom Franz Fischer. Da bekommt ihr übrigens auch Tageskarten oder Wochenkarten. Interessant für Karpfen- und Welsangler. Könnt ihr auch jederzeit hin, wenn kein Workshop stattfindet. Bin mal gespannt, wo es scheppert. Heid, Uft, Nacht. Wir haben fast Mitternacht. Der Bach plätschert hier in den Regen, aber sonst plätschert am Regen hier gar nichts bisher. Ganz, ganz still. Es ist richtig eisig geworden. Man sieht sogar meinen Atem. Wahnsinn. Für Angeln im Sommer keine typischen Bedingungen. Ja. Absoluter Totentanz bis jetzt. Am See drüben habe ich auch nichts gehört von den anderen Jungs. Schauen wir mal. Guten Morgen. Ja, hier bei uns am Regen war gar nichts los, gar nichts passiert, komplett ruhig. Ich habe jetzt die ganzen Routen reingeholt, die auf dem anderen Ufer drüben umgelenkt waren. Die Sonne kommt raus, wird heute wieder mal schönes Wetter. Ja. Und jetzt, wie ich mit dem Boot draußen war, habe ich mal das Echo angemacht, weil mir die Hände ja fast abgefallen sind beim Montagen reinholen. 13 Grad Wassertemperatur. Gestern beim Auslegen hatten wir 15, 16 Grad und das waren schon kalte Temperaturen für das Angeln jetzt hier im Sommer. Und jetzt nach dem Unwetter gestern Abend auf 13 Grad ist er abgekühlt, der Regen. Wahnsinn, ja. Also das ist definitiv keine sommerliche Temperatur. 13 Grad Wassertemperatur ist eigentlich kein Problem zum
Welsangeln im Frühjahr, aber im Sommer ist das schon sehr, sehr komisch. Aber drüben am See, bei den anderen Workshop-Teilnehmern, die im stehenden Wasser angeln, da hat es gut gescheppert. Am See hier drüben haben wir natürlich deutlich höhere Wassertemperaturen, über 20 Grad, und da hat es natürlich besser geballert. Da waren ein paar verrückte Situationen dabei. Zuerst kam ein ganz untypischer Fisch beim Welsangeln, ein Beifang, ein Karpfen, auf eine abgespannte Pellet-Wurm-Montage. So, nächste Fisch hier am Workshop. Es ist bereits dunkel, noch Mitternacht. Aber anscheinend haben die jetzt Lust. Karpfen auf die Welsmontage. Klingt komisch, ist aber so. Dann kam ein kleiner Wels auf eine Top-Water-Montage mit Frontzone-Blei, dicht an den Hecken. Petri, heil. Petri, ja, heil. Danke. Und nach Mitternacht kam dann ein wahres Goldstück, ein gelber Waller. Absoluter Wahnsinn, ja. Absoluter Wahnsinn. Petri, ja. Ja, wie noch? Ja, er ist gewachsen, guck mal. Ja, Wahnsinn. Schön außen, guck mal. Der ist wirklich nur angetastet. Ja, schöne Fische. Petri, heil. Petri, danke, Jungs. Das ist doch ein Sechser im Lotto, oder? So ein gelber Waller. Wirklich unglaublich. So, heute tagsüber werden wir mit den Teilnehmern einzelne Workshop-Bereiche durchführen. Montagebau, Steinmontage, Wallermontagen vom Ufer ins Wasser bringen. All diese Themen, wo die Jungs Fragen haben, gehen wir in einzelnen Bereichen durch. Lauter verschiedene Sachen aus. Ihr seht hier ein Taubenbündel mit einem Drilling und einem Einzelhaken und drunter mit einem Halibut-Pellet. Pop-up-Montagen kommen wieder zum Einsatz mit einem schweren Grundblei. Das liegt dann am Boden auf. Durch die Vorfachlänge wird die Höhe vom Köder definiert. Wir haben ja ungefähr Wassertiefe von 2,5 Meter und haben jetzt vom Grundweg ungefähr 30 cm. Simon im Drill. Ist er nur drauf, Simon? Spürst du ihn da? Fisch ist drauf. Wahrscheinlich.
Wahnsinn, richtig geil. Zweiter Abend, dritter Waller hier beim Workshop vom Angelshop Fischer. Der bisher größte Fisch. Den jungen Mann habt ihr ja schon am Anfang vom Video gesehen. Der kam mit quietschenden Reifen zum Workshop und es hat sich mega gelohnt. Hier hinten seht ihr schon die ersten Laichspuren, also die Fische beißen sich langsam. Der See ist sehr warm, der Regen ist sehr kalt, aber es läuft. Petri Heil, herzlichen Glückwunsch. Petri Dank. Ja, da merkt man wirklich, ich bin ja eigentlich auch eher der Flussangler. Im Hintergrund seht ihr sie fahren. Die machen die Ruten gerade wieder scharf. Aber die konstanten Temperaturen am See sind jetzt aktuell wirklich fangfördernder, bissebringender als hier das kalte Wasser am Regen. Naja, eine Nacht haben wir noch. Wir geben uns Mühe. Ich werde jetzt alles hier nochmal durchchecken. Schauen wir mal, ob wir hier am Fluss auch noch was ans Band kriegen. Aber so ein krasser Temperatursturz, wahrscheinlich hat es in den Bergen oben auch stark geregnet und dann kommt das kalte Wasser von ganz oben runter. Die Döbel laufen hier am Regen beim Karpfenangeln. Das ist doch ein guter Köderfisch. Geil. Danke. Naja, wenigstens geht hier auf die Boilies was am Regen. Mal gucken, ob wir die Wallerruten auch noch ins Laufen kriegen. Der zweite Abend bricht herein hier am Regen. Am See oben haben ja die Workshop-Teilnehmer gut gefangen, trotz des Wettereinbruchs. Heute Nacht soll es, man muss es sich mal vorstellen, wir haben Sommer und heute Nacht soll es hier in dem Gebiet laut Wettervorhersage 3 bis 6 Grad Außentemperatur geben. Das ist schon wirklich verrückt, ja. Und diese kalten Wassertemperaturen jetzt hier vom Fluss, kann sein, dass die den Wallern wirklich auf den Magen schlagen. Ich zeige euch schon mal den Angelplatz. Wir sitzen hier in einer Außenkurve. Da unten seht ihr ja so ein bisschen dieses verstrudelte Wasser. Dort wird der Fluss wieder flacher. Hier ist ein tieferer Bereich. Da haben wir unsere Köder an den Kanten zum tiefen Wasser, beziehungsweise nach oben gesehen an den Kanten zum flachen Wasser präsentiert. Ganz, ganz malerisch. Ja. Schaut mal hier hoch. Das sieht wirklich ganz toll aus. Viele überhängende Bäume. Die haben wir natürlich auch genutzt. Ich zeige euch mal eine von unseren Montagen. Hier unten müsste eine hängen. Genau, da unten seht ihr sie. Da hängt der Schwimmer, toter Köderfisch, knapp unter der Wasseroberfläche angeboten. Schön im strömungsberuhigten Bereich da unten. Sieht eigentlich echt alles super aus, aber bisher nada hier am Fluss. Hier kommt noch auch ein kleiner Bach rein und die andere Rute, die oberflächennah gespannte Rute mit einem Tauwurmbündel, sitzt hier weiter oben. Wir hatten auch überhaupt keinen Abfraß an den Würmern über Nacht. Ja, das ist auch ganz untypisch. Naja, schauen wir mal, wer es heute Nacht noch kommt.
Es war auf jeden Fall bisher wieder ein toller Workshop. Man muss ja auch immer bei den Workshops ein bisschen davon ausgehen, dass es den Leuten oder den Teilnehmern auf das Lernen ankommt. Tagsüber haben wir viele einzelne Stationen gemacht, wo wir so das moderne Welsangeln in einzelnen Etappen versucht haben, unseren Workshop-Teilnehmern näher zu bringen. Vorfächer binden, also unterschiedlichste Vorfachmethoden, das Einsetzen von Wallermontagen vom Ufer ohne Boot, das aktive Angeln, das Klopfen, das Spinnfischen, das Bojenangeln, alles sind wir da durchgegangen, dass die Jungs und Mädels, unsere Teilnehmer, nach so einem Workshop fit sind und auch alleine, wenn sie losgehen, sich auf jeden Fall sicher fühlen, das Richtige zu tun, auch wenn es nicht jeden Tag knallt. Ne? Und vor allen Dingen am See, am Fluss hier sehe ich das Problem nicht so stark, aber am See oben ist es natürlich ganz klar, die Autos fahren rein, die Leute bauen auf, die E-Motoren fahren über den See, das kennen sonst die Fische nicht. Und erfahrene Fische machen dann natürlich sofort ihre Klappe zu. Ist natürlich dann schwierig, immer bei so einem größeren Auslauf dann auch das Nonplusultra rauszuholen. Ja, und einen Haufen Fische zu fangen. Aber das gehört dazu. Ein bisschen was ging ja. Jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Wir starten jetzt in die zweite und auch letzte Nacht. Hier in Kam beim Angelshop Fischer. Auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Vor allen Dingen jetzt auch, weil wir zwei Gewässer aktuell beangeln. Fluss und den See da drüben. Für beide Gewässer, an denen wir unterwegs sind, bekommt ihr auch Tageskarten. Also ihr könnt euch für beide Gewässer problemlos im Angelshop Karten holen. Könnt ihr selber herfahren, selber euer Glück probieren. Ja, und jetzt drückt uns die Daumen, dass da noch was angeht. Wunderschönen guten Morgen nach einer eisigen zweiten Nacht am Regen. Also heute Nacht war es wirklich wie Herbst-Winterangeln. Ich glaube, es ging auf 2 oder 3 Grad runter. Manche Workshop-Teilnehmer haben sich eine Wärmeflasche in den Schlafsack geschmissen. Drüben ist noch überall raureif auf dem Ufer. Ja, der Regen brachte uns keinen Wallersegen. Am See drüben war es gut. Da kam heute Nacht auch noch ein Fisch dazu. Aber ja, mit dem Regen haben wir noch eine Rechnung offen. Vielleicht das nächste Mal. Aber so ist Angeln. Es war trotzdem eine spannende Zeit. Es war ein toller Waller-Workshop. Und vielleicht sehen wir uns alle zusammen auch mal irgendwo, irgendwann, irgendwie am Wasser. Alles Gute für euch. Dicke Fische. Viel Spaß beim Angeln. Euer Stefan. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.